بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir über den Tod von Abu Talib gesprochen, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und haben gesehen, wie übel es ist, schlechte Freunde zu haben, um einen sozusagen eine Brücke zu bauen zwischen unserem Hadith bin Hadith und über die Sira. Und ebenso haben wir gesprochen darüber, dass auch die erste Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Khadija bint Khuwailid, auch verstorben war. Und all dies ungefähr 3 Jahre, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist nach Medina. Noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist, ist er, nachdem er gemerkt hat, dass er in Taif, in Mekka, keine große Anhängerschaft findet und auch niemanden findet, der ihn unbedingt unterstützen möchte in seiner Da'wah, ist er eben woanders hingegangen. Und das ist die und er ist nach At-Ta'if gegangen, nachdem nämlich Abu Talib gestorben war. Weil Abu Talib, sein Onkel, war ein angesehener Mann der Quraysh, und deswegen haben die Leute aus Liebe zu Abu Talib den Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts angetan. Er ist dann zum Stamm Thaqif gegangen, und der Stamm von Thaqif ist derjenige, der dort in At-Ta'if war, und er hat dort versucht, dann Anschluss zu finden und dort versucht, dann seine Basis sozusagen aufzubauen und Leute zu gewinnen für den Islam. Aber die Leute aus Ta'if, auch sie haben sich geweigert, dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen und seine Einladung anzunehmen. Und sie haben einfach sogar was ganz Übles gemacht. Sie haben ihre eigenen Kinder losgeschickt und sie sollten Steine nehmen und sie auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam werfen, sodass überliefert wird, dass er sogar geblutet hat aufgrund der Steine, die sie auf ihn geschmissen haben. Auf seinem Rückweg wird erzählt, dass er auf einen Mann traf, namens Addas, und der den Islam, der war ein Christ und der hat den Islam dann angenommen, aber diese Geschichte also ist nicht authentisch überliefert worden. Das Einzige, was wir wissen, sicher, ist eine Überlieferung über Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie berichtet, und sie ist die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie sagte zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, gibt es einen Tag, der für dich schlimmer war als der Tag von Uhud? Der Tag von Uhud war da, wo Uhud ist eine Ortschaft, die heutzutage zu Medina gehört. Und dort hat eine Schlacht stattgefunden, und die wird eben auch deswegen die Schlacht von Uhud genannt. Und dort haben die Muslime zunächst einmal eine Niederlage erlitten, und auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam hat man dort verletzt, hat ihm einen Zahn gebrochen und hat auch da geblutet. Und deswegen fragte Aisha ihn: Gab es einen Tag, der noch schlimmer war für dich als dieser Tag? Dann sagte er: Ja. Also es gab einen Tag, an dem ich von deinem Volk, und natürlich dein Volk, gemeint ist die Leute von Mekka, weil Aisha ist aus Mekka. Und das sagt man natürlich meistens in Dingen, wo man sich nicht, wo man nicht prahlt. Also wenn es eine gute Sache gewesen wäre, hätte er nicht gesagt, dein Volk hat gemacht, sozusagen. Obwohl er ist auch sein Volk, weil er kommt ja auch aus der gleichen Stadt. Er sagte: Jawohl. Und zwar habe ich von deinem Volk etwas erlitten, was ich ansonsten keinen anderen Tag erlitten habe, und zwar an einem bestimmten Tag, den nennt man Tag von Aqaba. Was das ist, werden wir inshallah später sehen, ist aber nicht entscheidend. Und zwar sagte er: Ich habe mich einem Mann sozusagen vorgestellt und habe von ihm verlangt, dass er mich unterstützt bei der Da'wah. Der ist Ibn Abd Yalil Ibn Abd Kulal. Aber er wollte nicht. Das heißt, er wollte mich nicht unterstützen und er wollte mich nicht in seine Obhut aufnehmen. Dann bin ich losgezogen und ich war sehr besorgt, und man konnte diese Sorgnis an meinem Gesicht erkennen. Und ich bekam erst wieder klare Gedanken, als ich bei Qarn al-Tha'alib war. Qarn al-Tha'alib ist eine Ortschaft, ein Miqat. Jeder, der Hajj macht und von einer bestimmten Richtung kommt, muss immer von einem bestimmten Miqat, bei einer bestimmten Stelle
bestimmten Miqat, bestimmte Zone, dort in den Ihram eintreten. Und Qarn al-Tha'alim ist eine dieser Mawaqit, eine dieser Miqat. Er sagte, der Prophet, erst als ich dort angekommen war, das heißt viele Kilometer hinter mir hatte, bin ich erst wieder sozusagen zu klarem Kopf gekommen. Und dann habe ich nach oben geschaut und habe eine Wolke gesehen, die mir Schatten gespendet hat. Also die Situation, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist schwer besorgt. Seine Leute akzeptieren nicht, was er sagt. Vielmehr sind sie ihm gegenüber feindlich gesinnt. Sie wollen am liebsten ihn nicht nur aus der Stadt vertreiben, sondern sie wollen ihn am liebsten sogar töten. Und er geht los und in der Hoffnung, dass er von anderen Leuten irgendwie sozusagen bei anderen Leuten Hilfe finden kann. Das ist aber der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, das heißt derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala höchstpersönlich geschickt worden ist zu den Menschen. Und Allah wird ihn nicht einfach so im Stich lassen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so viel gelitten, damit er die höchsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala erreicht. Und hier haben wir ein schönes Beispiel darin, dass wenn es einem in diesem Leben nicht gut geht, dann bedeutet das nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem nicht zufrieden ist, sondern es kann genau das Gegenteil bedeuten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinen Sorgen und in seinem sozusagen seelischen Tiefstand, wie man so schön sagt, das heißt, ihm ging es sehr schlecht, hat er in dieser schlechten Verfassung nach oben geblickt und hat eine Wolke gesehen, die ihn sozusagen Schatten gespendet hat, plötzlich. Obwohl er in der Wüste ist, da gibt es keinen Schatten normalerweise, außer unter Bäumen oder so. Und in dieser Wolke befand sich dann Jibril a.s. Jibril, der Engel Jibril, der verantwortlich ist für die Offenbarung des Koran und die Offenbarung aller anderen Bücher. Jibril a.s. hat er dann dort höchstpersönlich gesehen. Jibril hat ihn dann gerufen und zu ihm Folgendes gesagt. Wahrlich, Allah azza wa jal hat sehr wohl gehört, was deine Leute zu dir gesagt haben. Er hat sehr wohl gehört, wie sie dir geantwortet haben. Und das heißt nicht, dass man denkt, Allah subhanahu wa ta'ala, nur weil er ganz, ganz weit oben ist, dass er nichts hört. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er hört alles. Allah hat sehr wohl gehört, was du gesagt hast. Und er hat zu dir den Engel der Berge geschickt, damit du ihm befiehlst, was du möchtest. Der Engel der Berge ist derjenige, der verantwortlich ist für die Berge. Und die Berge, liebe Geschwister, die sind große Geschöpfe Allahs, gewaltige Geschöpfe Allahs. Diese Berge, liebe Geschwister, sind der Teil, den man sieht über dem Erdboden, ist ein Teil des Berges nur. Der Berg an sich geht tief weit noch, hat seine Wurzeln fest verankert im Boden unten. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Berge beschrieben im Koran und sagte, أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Das haben wir die Erde nicht zu einem Ruhebett gemacht und die Berge zu Heringen. Weil diese Berge sind fest verankert im Boden und haben ihre Wurzeln. Das heißt, du siehst nur einen Teil des Berges, den größten Teil des Berges siehst du gar nicht, so tief ist sie drin. Aber der Engel der Berge, für ihn ist das alles gar nichts. Der Engel der Berge, wenn er will, reißt er diese Berge raus, aus dem Boden mit ihren Wurzeln, genauso wie du einen Grashalm aus deinem Boden herausreißt, mit seiner Wurzel zusammen. Und deswegen, die Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, es gibt immer noch größere Geschöpfe als die, die wir uns da vorstellen können. Und was Allah subhanahu wa ta'ala noch erschaffen hat, sind Dinge, Allah sagte sogar im Koran, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ. Und er erschafft Dinge, von denen ihr nichts wisst. Der Engel der Berge war dann da und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gerufen, hat zu ihm gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann sagte er, O Muhammad, wahrlich, Allah hat sehr wohl gehört, was dein Volk, die Quraysh, zu dir gesagt haben. Und ich bin der Engel der Berge und dein Herr hat mich zu dir geschickt, damit du mir befiehlst, was du möchtest. Was du möchtest, soll ich mit ihnen machen. Dann sagte er, wenn du möchtest, dann werde ich auf sie die beiden Berge von Mekka werfen. Al-Akhshabain, es gibt mehrere Berge in Mekka.
unter anderem bei der Kaaba sind zwei Berge, Abu Qubais und Qu'ay'qi'an. Das sind zwei Berge, entweder diese oder irgendwelche anderen. Er sagte, wenn du möchtest, werde ich diese beiden Berge auf sie werfen. Und dann hast du deine Ruhe. Und dann brauchst du dir keine Sorgen machen und dann ist sozusagen das Volk vernichtet. Und damit ihr wisst, wie realistisch das ist, das hat sich ereignet schon mehrmals, so etwas Ähnliches in diese Richtung. Und zwar mit dem Volk von Ad mit dem Volk von Thamud und mit dem Volk von Nuh und mit den Leuten von Pharaon. Ja, alle diese verschiedenen Völker und das Volk von Lot, alle diese Völker, die Geschwister, wurden vernichtet, nachdem sie der Prophet, er war bei ihnen, sie haben ihn geleugnet, sie haben ihn verworfen, sie haben nicht akzeptiert, was er gesagt hat, dann ist er weg und dann kam die Strafe zu ihnen. Und auch das wäre beinahe bei dem Volk von Quraysh passiert worden, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie haben das Glück gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nein, ich will nicht, dass du auf sie die beiden Berge wirfst, vielmehr möchte ich, sagte sallallahu alaihi wasallam, vielmehr möchte ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen Leute oder aus ihnen Leute hervorbringt, die Allah alleine anbeten, ihm nichts beigesellen. Insofern hatte der Prophet a.s. Hoffnung gehabt, dass auch wenn diese Generation nichts nutzt ist, trotzdem, dass die Generation, die danach kommt, eines Tages Allah anbeten wird. Und durch diese Handlung hat der Prophet s.a.w. natürlich recht gehabt. Und heutzutage, die Leute von Mekka sind Muslime, alhamdulillah. Und der Prophet a.s. in seine Konto der Hasanat fließen alle gute Taten von diesen Menschen, zweifellos, die aus dieser Nachkommenschaft hervorgekommen sind, weil er war der Grund, dass diese Menschen weitergelebt haben. Und außerdem lernen wir, liebe Geschwister, aus diesem Hadith eine Sache, die kann man offensichtlich nur nachmachen, wenn man wirklich ein Prophet ist, wie er, sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten kann man nur versuchen, ihn möglichst nachzumachen, soweit man kann. Jeder von uns weiß, wenn er zu sich selbst ehrlich ist, er weiß, dass er in Angelegenheiten, wenn er jemand anderes einen Gefallen tut, einmal, zweimal, dreimal, nicht mal dreimal. Manche Leute nach dem ersten Mal, wenn die andere Person nicht sozusagen ihrem Aufruf folgt, das heißt, du sagst ihm einmal, hör auf, diese Sache zu machen, und er macht es nicht, dann sagst du zu dir selbst, ich habe es ihm gesagt und ich habe meine Pflicht sozusagen erledigt. Okay? Zweimal, dreimal, nein. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das 10 Jahre lang gemacht. Weil wenn die Khadija und Abu Talib ungefähr 3 Jahre gestorben sind vor der Hijra, das heißt, dann hat er ungefähr 10 Jahre lang die Quraysh zum Islam aufgerufen und nur wenige von ihnen haben seinem Aufruf gefolgt oder sind seinem Aufruf gefolgt. Und trotzdem hat er sallallahu alaihi wasallam nicht aufgegeben. Und trotzdem, obwohl er vertrieben ist, und keiner ihn aufnehmen will und man mehrmals versucht hat, ihn zu töten, und das war ja auch einer der Gründe, warum er ausgewandert ist, dann ein paar Jahre später. Trotzdem, die Geschwister, war, obwohl er das Recht dazu gehabt hätte von Allah subhanahu wa ta'ala, also unser einer nimmt sich manchmal das Recht einfach so, da sagte ich, also am liebsten würde ich ihm sozusagen an die Gurgel gehen, ja. Aber du hast nicht mal das Recht bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber hier, Allah schickt selbst den Engel der Berge zu ihm, und er sagt zu ihm, wenn du möchtest, darfst du das machen und das war's. Und dann hast du deine Botschaft sozusagen erfüllt und vielleicht schicke ich dich zu anderen Menschen, die es besser verdient haben. Aber der Prophet a.s. wollte das nicht. Und seine Entscheidung war richtig. Zweifellos, warum? Weil am Tag der Befreiung von Mekka sind dann die Menschen alle in den Islam eingetreten. Das heißt, es war also nur eine Frage der Zeit. Und er wusste, der Prophet a.s., es gibt viele Menschen, die würden den Islam sehr gerne annehmen, aber die Umstände lassen es nicht zu. Die Umstände lassen es nicht zu. Und deswegen ist es falsch, was manche Leute sagen. Die sagen, ach, wir Muslime, gerade hier in diesen Ländern hier, wir brauchen eigentlich wir müssen eigentlich gar nicht in einem islamischen Staat leben, weil wir können ja hier Da'wah machen und weiß nicht was. Das alles ist nichts, das alles ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich dazu, wenn sozusagen Muslime das Sagen hätten. Weil wenn Muslime leben und Muslime entscheiden und Muslime regieren, dann werden gerade diese paar Millionen Menschen, die den Islam eigentlich gerne annehmen würden,
aber sie können es nicht, weil sie in einer Gesellschaft leben, in der man es ihr übel nehmen wird. All diese Menschen würden auf einmal in den Islam eintreten und man braucht nicht viel Da'wah machen über Vorträge, Internet und weiß nicht was. Alles ist sozusagen im Vergleich zu dem, was man machen kann, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und jeder macht natürlich das, was er kann. Aber unser Prophet ﷺ ist uns ein großes Vorbild, liebe Geschwister, gerade in dieser Geschichte. Warum? Weil in dieser Geschichte sehen wir, dass der Prophet ﷺ nicht Rache genommen hat. Er hat Rache, wie es auch im anderen Überlieferung heißt, niemals Rache genommen wegen seiner eigenen Seele, das heißt wegen sich selbst. Hat er niemals gemacht. Das heißt, weil man ihm selbst etwas angetan hat, weil man ihn selbst gestupst hat, weil man ihn selbst beleidigt hat, weil man ihn irgendwie gestoßen hat. Nein, er hat niemals deswegen Rache genommen, sondern er hat nur Rache genommen, wenn Allahs Grenzen überschritten worden sind. Und dann hat er gesagt, Allahs Fluch lastet auf denjenigen, der Fürsprache einlegt und für den, der sie eingelegt wird. Das heißt also, wenn eine Sache zum Propheten gekommen ist und er muss entscheiden, ein Urteil fällen und Allah hat ihm befohlen, etwas Bestimmtes zu machen, dann darf kein Mensch kommen und sagen, nein, aber lass ihn doch lieber frei, er ist ein guter Mensch oder weiß nicht was. Dann lastet Allahs Fluch auf denjenigen, der dieses gute Wort einlegt und auf demjenigen, für den es eingelegt worden ist. Liebe Geschwister, in dieser Phase, in diesen 3 Jahren vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, begann dann ein ganz wichtiges und entscheidendes Ereignis. Und zwar ein entscheidendes Ereignis, das eben Wirkungen hat, Auswirkungen hat, bis an den jüngsten Tag. Und zwar war das die Himmelsreise, die Himmelsfahrt. Die Himmelsfahrt des Propheten ist außerdem seine Nachtreise. Seine Nachtreise, Al-Isra, und die Himmelsfahrt, die Al-Mi'raj. Das sind 2 verschiedene Dinge und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie im Koran angesprochen. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Isra, die Surah Nummer 17, sie heißt sogar Al-Isra, das heißt die Nachtreise. Allah sagte im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Also, Allah subhanahu wa ta'ala lobt sich selbst und es steht ihm zu, dass er sich selbst lobt, dass er seinen Diener begleitet hat. Wobei, bei einer Reise, die er gemacht hat, von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte oder von der geschützten Moschee zur entferntesten Moschee oder anders ausgedrückt, von Al-Masjid Al-Haram, von der heiligen Moschee in Mekka zur entfernten Moschee Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ist die weit entfernte oder die entfernteste Moschee. Deren Umgebung wir gesegnet haben. Die Umgebung, welche gemeint ist, und zwar die von Al-Quds, Al-Jerusalem. Die Umgebung von Al-Masjid Al-Aqsa, von der Moschee Al-Aqsa. Gesegnet bedeutet aber nicht, dass es ein Haram ist, wie manche Leute denken. Also wir haben nur 2 Haram, Mekka und Medina. Da gibt es 2 Haram-Gebiete, heilige Zonen. Aber Jerusalem ist kein heiliges Gebiet, sondern ist ein gesegnetes Gebiet. Und wer die Früchte von Ascham kennt, weiß, wie gesegnet das Gebiet ist. Reisen ließ, damit wir ihm etwas von unseren Zeichen zeigen. Diese Reise war nicht ein Ausflug, sondern diese Reise war, um große Weisheiten, oder dahinter steckten große Weisheiten. Das ist, was in dieser Ayah steht, ist eine Reise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, von Mekka nach Al-Quds. Und Al-Quds, liebe Geschwister, dort befindet sich, wie wir alle wissen, eine Moschee. Und eine Moschee, darunter meint man einen Gebetsplatz. Also eine Moschee für uns auf Arabisch heißt Masjid. Masjid ist das Wort, kommt vom gleichen Wort wie Sajda. Sajda ist die Niederwerfung. Und Sajda bedeutet als ein Verb, bedeutet sich niederwerfen. Und Masjid
ist der Ort, an dem man sich niederwirft. Also die Moschee ist nicht der Ort, der irgendwie, also die Moschee ist nicht das Gebäude oder die Wände oder das Dach oder was auch immer, sondern die Moschee ist der Ort, an dem diese fünf Gebete stattfinden und an dem einmal die Woche ein Jum'a stattfindet. Das ist ein Moschee. Das ist, was man versteht unter einem Masjid. Oder auch Jum'a nicht immer stattfindet. Aber normalerweise das ist das, was man unter einer Moschee versteht. Das heißt also, selbst wenn es kein Dach hätte, oder wenn es ein Dach hätte mit irgendetwas, was, also Blätter oder was auch immer, auch dann wäre das eben eine Moschee. Was ich damit sagen will, ist, dass auch heutzutage, wenn du gehst nach Al-Masjid al-Aqsa, dann findest du dort ein Gebäude. Aber dieses Moschee-Gebäude ist nicht die Moschee allein, sondern die Moschee ist der ganze Bezirk, der ganze Ort, an dem sich dieses Gebäude befindet, gilt als die Moschee von Al-Masjid al-Aqsa. Ja? Also, das heißt, es gibt nichts Heiliges irgendwie in der Wand darin oder in den Dächern oder auf dem Pflasterstein, sondern das ist die Ortschaft, an dem man gebetet und dann wird einem das Gebet um ein 250-faches gewertet, weil die sind die einzigen drei Moscheen, von denen wir wissen, oder es ist eine einzige von vier Moscheen. Wir haben vier Moscheen, wo wir wissen, dass Gebete darin besonders wertvoll sind. Einmal Masjid al-Haram, Mekka, einmal Masjid al-Aqsa und dann Masjid al-Nabawi, das heißt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und einmal Masjid Quba, das ist auch eine Moschee, die heutzutage in der Stadt von Mekka sich befindet. Das sind die einzigen Moscheen, wo wir wissen, dass also die Belohnung dadurch vervielfacht wird. Ansonsten sind alle Moscheen gleich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist also, liebe Geschwister, in einer einzigen Nacht sogar für Menschen in wenigen Augenblicken von einem Ort zum anderen gereist. Eine Entfernung, für die man normalerweise lange Zeit braucht. Lange Zeit braucht. Also wenn zwischen Mekka und Medina schon 10 Tage sind, also kannst du von ungefähr 2 Wochen rechnen, bis du damals so eine Entfernung zurückgelegt hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat sozusagen dadurch seinen Propheten alaihi salatu wassalam getröstet und ihm gezeigt, dass er ihn liebt und ihm gezeigt, auch wenn sein Volk ihn verstoßen hat, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn noch lange nicht verstoßen. Und Allah hat ihn dadurch erhöht und Allah hat ihn dadurch geehrt, dass er ihm Dinge gezeigt hat, Wunder gezeigt hat, Zeichen gezeigt hat, sodass der Prophet alaihi salatu wassalam, so dass sein Herz gefestigt worden ist im Iman und dass er والسلام, gefestigt worden ist und sein Iman gestärkt ist, sodass nachher nichts mehr ihn sozusagen ins Wanken bringen konnte. Nichts mehr konnte ihn danach irgendwie aus der Fassung bringen, weil er hat in dieser Nacht Dinge erlebt, die nicht jeder Mensch oder die eigentlich keiner erleben durfte, außer ihm, sallallahu alaihi wasallam. Und hat auch Dinge erlebt in dieser Nacht, die der Mensch eigentlich nicht begreifen kann, die der Mensch nicht verstehen kann. Und hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das nicht in authentischen Hadithen mitgeteilt, hätten wir das niemals geglaubt, hätten wir gesagt, das wären Märchen gewesen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran gesagt, und zwar bei Nacht oder in einer Nacht von der einen Moschee zu der anderen Moschee, das hat er ihn reisen lassen, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Um ihm von unseren Zeichen etwas zu zeigen. Und diese Zeichen, liebe Geschwister, sind vielfältig, sind sehr viele Zeichen. Und dazu möchten wir den Hadith von Abu Dharr, radiallahu ta'ala anhu, lesen, der uns Anas ibn Malik überliefert. Das ist auch wieder eine Überlieferung eines Sahabi über einen anderen Sahabi, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Diesen Hadith werden wir, wo wir anfangen, Allahu a'lam, da wünsche ich, dass wir ihn zu Ende kriegen werden, weil wir möchten ja auch noch ein paar ein bisschen unterhalten. Also Abu Dharr berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam folgendes gesagt hat. Also auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist jetzt ein Erzähler, ein Überlieferer. Was für ein Sanad, ha? Anas über Abu Dharr, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ich gebe den Hadith jetzt sinngemäß wieder, und das ist jetzt keine also wortwörtliche Übersetzung. Sinngemäß, er sagte, als ich in meinem Haus war, hat sich dann irgendwann mein Dach geöffnet und gespalten.
als ich mich in Mekka befand. Dann ist Jibril alayhi salatu wassalam zu mir hinabgestiegen. Und er hat meine Brust geöffnet und hat dann meine Brust gereinigt mit Samsamwasser. Und dann hat er einen Behälter gebracht aus Gold. Und dieser Goldbehälter war gefüllt mit Weisheit und Iman. Und er hat dann ihn in meinen Brustkorb entleert. Und danach hat er meine Brust wieder geschlossen. Ihr könnt euch noch erinnern, dass dieses Ereignis hat schon einmal stattgefunden. Und zwar wann? Als er noch ein kleines Kind war. Als er noch Jugendlicher war und ein kleines Kind war. Das heißt, dieses Ereignis hat zweimal stattgefunden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn, liebe Geschwister, wenn dieses Herz nicht so gereinigt würde, dann hätte es niemals den Koran aufnehmen können. Und der Koran ist edler, als dass man ihn irgendwo hin tut, an einem Ort, wo er nicht sauber ist. Deswegen legen wir unseren Koran auch nicht auf den Boden. Deswegen fassen wir den Koran auch nicht ohne Wudu an. Und deswegen respektieren wir den Koran und gehen mit ihm auf die beste Art und Weise um. Der Prophet a.s. wurde also wieder innerlich vollkommen gereinigt und somit hat Jibril a.s. zum zweiten Mal in der Menschheitsgeschichte, so viel wir wissen, Wallahu a'lam, solch einen chirurgischen Eingriff vorgenommen. Und er hat nicht nur das Herz gereinigt, sondern er hat auch noch es gefüllt mit Weisheit und Iman. Allahu Akbar. Und dann hat er es wieder geschlossen, sodass man sozusagen die Brust wieder geschlossen war, ohne dass der Prophet a.s. irgendwie Schmerzen gehabt hätte. Und dann sagte er, dann ist Jibril mit mir zum Himmel hinaufgestiegen, hinaufgefahren. Und als wir zum untersten Himmel kamen, hat Jibril a.s. zum Wächter des untersten Himmels gesagt, öffne das Tor. Das heißt also, wir wissen, dass zwischen jedem Himmel und dem anderen gibt es ein Tor. Und man kann nicht durchgehen, bis dieses Tor geöffnet wird. Weil wenn nicht einmal für den Propheten sallallahu alaihi wasallam geöffnet wird, erst nachdem Jibril ihm gesagt, dann warum sollte das für andere Menschen geöffnet werden? Öffne das Tor. Wie heißt es? Ja, es gibt übrigens Überlieferungen, wo es heißt, aber ich weiß nicht, ob sie authentisch sind. Das müsste man mal prüfen. Ja? Dass der Mond und die Sonne und so sind schon in anderen Himmeln. Also manchmal gibt es Überlieferungen, die besagen, dass diese Gestirne, die wir haben, schon in den verschiedenen Himmeln sind. Ja? Wenn das stimmt, dann ist alles Quatsch, was Leute euch erzählen, dass sie auf dem Mond waren. Also, kann gar nicht sein. Ja? Weil die kommen ja gar nicht durch diese Tore durch. Jibril alayhi salatu wasalam sagte dann, öffne mir das Tor. Dann sagte der Wächter des Tores, wer ist mit dir? Oder wer bist du? Sagte, ich bin Jibril. Und wer ist mit dir? Sagte er, ist mit dir jemand? Dann sagte er, ja, mit mir ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann fragt der Bewohner, der Wächter des Himmels, Muhammad, also nachdem er gesagt hat, Muhammad ist mit ihm, er ist zu ihm entsandt worden. Das heißt also, bist du geschickt worden zu ihm? Ist er ein Prophet überhaupt? Und dann sagte er, ja, ist er. Und daraufhin hat er die Tür geöffnet. Dann sagt der Prophet, dann sind wir im Himmel, im untersten Himmel aufgestiegen. Und dann haben wir, auf der rechten Seite habe ich einen Mann gesehen. Ich habe dort einen Mann gesehen. Und auf seiner rechten Seite war eine große Schar von Menschen. Und auf seiner linken Seite war eine große Schar von Menschen. Wenn er auf seine rechte Seite schaute, hat er angefangen zu lächeln. Und wenn er auf seine linke Seite schaute, hat er angefangen zu weinen. Und er sagte dann zu mir, herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet und Sohn eines rechtschaffenen Propheten. Gemeint ist natürlich, wortwörtlich ist Sohn eines Rechtschaffenen, aber natürlich der Vater von Propheten war kein Muslim. Insofern ist nicht damit gemeint, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam stammt ab von Ibrahim alaihi salatu wasalam. Insofern ist er der Sohn eines Rechtschaffenen. Warum? Weil im Arabischen das Wort Sohn benutzt man nicht nur für Sohn, sondern auch für Enkel und alles, was darunter kommt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Jibril, wer ist das? Er sagt, das ist Adam sallallahu alaihi wasallam. Diese Menschenschar, die an seiner rechten Seite ist und die an seiner linken Seite ist, das sind
seine Kinder. Die Leute auf der rechten Seite sind die Bewohner des Paradieses und die Leute auf der linken Seite sind die Bewohner des Höllenfeuers. Wenn er auf seine rechte Seite schaut, dann lacht er, lächelt er. Und wenn er auf seine linke Seite schaut, dann fängt er an zu weinen. Und hiernach ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Jibril noch weiter aufgestiegen und hat noch viel mehr Zeichen gesehen. Warum habe ich vorhin gesagt, dass das Dinge sind, die natürlich ein Mensch nicht begreifen kann? Weil, liebe Geschwister, Adam alaihi wasallam ist gestorben. Und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch sehen wird an anderen Menschen, die sind alle schon gestorben. Aber wie hat er die gesehen und wie kann das sein? Wir können nur sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist über alle Dinge mächtig und zu allen Dingen imstande und er macht, was er will und keiner kann ihm sozusagen zu Allah sagen, es war nicht so, wenn er gesagt hat, dass es so war, subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Prophet alaihi salatu wasalam etwas sagt, dann war es auch so. Und das ist eine Angelegenheit, liebe Geschwister, die sehr wichtig ist zu verstehen, denn diese Geschichte von Al-Isra und Al-Mi'raj war keine einfache Angelegenheit für die Muslime. Also es ist nicht so, dass jeder Muslim das einfach so aufgenommen hat und aufgeschnappt hat und gesagt hat, jawohl, der Prophet hat das gesagt, dann glaube ich daran. Das sagen wir jetzt so, weil wir das sozusagen im Komplettpaket miterfahren haben. Aber wenn du dort gelebt hättest, Allahu A'lam, Allah alleine weiß, zu welcher Gruppe du gehört hättest. Ob du zu der Gruppe von Abu Lahab gehört hättest oder ob du zur Gruppe von Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hättest, das kannst du nicht so einfach sagen, weil du bist jetzt nicht in diesem, sozusagen in dieser Gesellschaft drin. Du bist nicht beeinflusst von den Menschen. Und du hast nicht 20, 30 Jahre lang falsche Götter angebetet und jetzt plötzlich sollst du sozusagen die Religion deiner Vorväter unterlassen. Manche Leute, die können bis heute nicht in den Moscheen die Traditionen ihrer Völker unterlassen. Warum? Weil es so anstrengend ist und so schwierig ist, das zu unterlassen, woran man sich jahrelang gewöhnt hat. Ja? Und deswegen sei vorsichtig, wenn du sagst, ja, wenn ich damals wäre, ich wäre eindeutig beim Propheten gewesen und ich wäre auch mit Abu Bakr und Umar gewesen, ich hätte mein ganzes Geld auch gespendet und weiß nicht was. Das ist, wie gesagt, es ist leichter gesagt als getan und Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut ist, dass man Dinge sagt, die nicht wahr sind. Und das weißt du ja gar nicht. Deswegen halte dich lieber zurück. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wir werden inshallah beim nächsten Mal den Hadith weitermachen, weil der ist sehr lang. Und dass wir den ein bisschen ausführlicher besprechen. Barakallahu fiikum.